Einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte schon guten Morgen sagen. Ich bin echt verpeilt, da merkt ihr es. Das war der Grund, warum ich Chris weiterspielen habe lassen. Erstmal danke an alle, die noch da sind. Und danke an Gamet. Du bist dabei. Hört ihr, da fallen sich schon wieder Menschen hinten rein. So, an alle, die mindestens 10 € spenden, ob Patreon oder hier auch über den Spenden-Button, können an dem Kissen teilnehmen. 5 Leute sind sie bis jetzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ihr könnt dabei sein. Normal kosten die Kissen, glaube ich, irgendwas zwischen 25 und 30 €, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, ist alles komplett Handarbeit von der lieben Tea Time Wonder. Also, es lohnt sich, 10 € zu spenden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also man hat da gespart am Ende, wenn man gewinnt. Und man kann mich in guter Qualität vielleicht auch mal mit PC-Spielen erleben. Weil PC-Spiele sind für mich aktuell gar nicht möglich. Ich überlege gerade, gibt's noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Wollt ihr irgendwas wissen? Schönen guten Abend, Frank. Wer ist denn noch da? Winkt mal mit den Ärmchen, damit ich das sehe. Und derweil hüpfen wir schon mal auf den Spielerscreen, würde ich sagen. Nee, ich behalte das Kissen im Arm. Das ist so schön flauschig. Ich habe Post, sehe ich. Ich bin gespannt, was ich an Post habe. Bestimmt wieder dafür, dass ich Geld in den Square Enix geworfen habe. Ich habe auch gerade keine Ahnung mehr, wie es questtechnisch weitergeht, aber Sonnenwind ist eigentlich nie verkehrt zu sagen, dass man in den Sonnenwind geht, weil in den Sonnenwind ist man ständig. Oh, Kermit ist auch noch da. Irgendwie sind alle grün. Oder zeigt es nur bei mir alle grün an? Nein. Damit ist immer grün. Stimmt, Kermit ist grün. Stimmt, Frank war auch grün. Birdie ist grün. Boingo ist normalerweise grün. Ich bin grün. Bist du rot? Was sind wir hier Was? eigentlich? Ich bin grün. Die Grünen. Bündnis die Grünen. Nichts zu tun mit der Partei. Und unser Chef Spenderbulant winkt auch. Nee, das sag ich nicht. Das erinnert zu sehr an den bärtigen Mann. So, was habe ich denn als Post bekommen? Oh, ich habe den Aufzug Gilgamesch und ein Porträt von Hildu und Hildi und Naschu, wie auch immer sie heißt. Nein, Funashi nicht. Oh, ich habe ein bisschen Müll in der Tasche, sehe ich. Ach ja, ich sammle ja alles aktuell. Bis ich mal den richtigen Rang in der Gesellschaft habe. Oh, ich erinnere mich, wir haben den ganzen letzten Scheiß ja gemacht. Gott. Nee. Wo muss ich denn hin? Slavborn den Siegelstein geben. Das ist in Modona. Ja, dann gehen wir mal nach Modona, würde ich sagen. Machen ja Hauptquest weiter. Hab ja gu ganz gut vorgelevelt mal irgendwann für unseren Stream, damit mir nichts passiert. Ein Vögelchen kommt in den Chat. Hallo, Birdie. Sind hier sehr Natura. Grün, Ja, wir sind sehr. Ja, stimmt, wir sind sehr Natura. Finde ich gut, dass wir natürlich sind. Hast du einen Siegelstein gefunden? Hier, nimm. Haha, wundervoll. Man sieht dem Stein seine Widerstandskraft ja geradezu an, findest du nicht? Werde sofort unsere Magier und Ingenieure beauftragen, einen strategisch günstigen Platz für den Siegelstein zu finden. Kein Monster, keine galeische Armee, keine Macht der Welt wird die Mauern von Geisterzoll durchbrechen. Jetzt muss mir nur noch etwas für die Fenster und Türen einfallen lassen. Jedenfalls vielen Dank, Abenteurerin. Ich wusste, auf dich ist Verlass.
Was nehmen wir denn? Verteidigung ist Quatsch, Stärke ist auch stark. Dann nehmen wir wohl das Geld. Es ist irritierend, wenn plötzlich der Typ, vor dem du stehst, nicht mehr die Hauptquest hast. Immer, Birdie. Setz dich ins Grüne, da sind ein paar Blümchen für dich. Und ein paar Mücken habe ich auch bereitgestellt. Und Würmer. Du kommst genau richtig. Gerade wollte ich mich an die Abenteurergilde wenden, um einen Freibrief ausschreiben zu lassen. Der Warentransport aus Gridania ist nämlich verspätet. Er hätte längst hier sein sollen. Er wird doch nicht etwas passiert sein? Die Route des Warentransports führt durch den Nordwald, am Herbstkürbissee vorbei. Könnte ich dich bitten, den Soldaten des Klageregiments, der dort Dienst schiebt, zu fragen, ob er etwas über den Verbleib des Transports weiß? In Klein Alamigo. Ich weiß, ich bin so eine schlimme Rumporterin. Ich nutze die Mittel, die mir das Spiel gibt. Aber in Minecraft, ich bin gerade ein bisschen dabei, die Versorgung anzukurbeln. Mein Häuschen wird hübsch. Um mal kurz aus dem Spiel rauszubrechen. Oh Gott. Mein armes Näschen. Oh. Götterdämmerung Shiva. Klingt gut, Birdie. Zu wem soll ich denn jetzt? Du bist falsch. Wo ist denn jetzt meine Hauptquest? Hä? Wieso? Oh, ich habe die falsche Quest ausgewählt. Ich muss an den Herbstkürbis sehen, nicht nach Kleiner Lamigo. Sorry. Dankeschön und entschuldigt bitte. Ich mag Shiva, ja. Oh, sag mal, wieso seid ihr eigentlich erst dort? Schlimm mit euch. Ich dachte, ihr seid schon viel weiter, mindestens schon 60. Ein Warentransport nach Geisterzoll? Hier sind keine Wagen vorbeigekommen. Aber warte, gerade habe ich Nachricht von einem Wachsoldaten bekommen. Auf der Oststraße wurde eine Chocobo-Kutsche entdeckt, die Spuren eines Überfalls durch die Ixal aufzeigt. Hier in Herbstkürbissee werden keine Kutschen vermisst. Und die Bauern benutzen eigentlich eher Lastschiffbogos als Kutschen. Es muss der Warentransport sein, den du suchst. Ich kann meinen Posten nicht verlassen, aber wenn du der Sache nachgehen möchtest, dann geh die Straße nach Osten entlang. Dann musst du den Soldaten des Klageregiments finden, der die überfallene Kutsche entdeckt hat. Er wird dir alles weitere erklären können. Nicht ganz, okay. Aber irgendwie passt die Aura auf das Flottervieh. Dieser Bär, dieser riesige 50er-Bär, der mitten im Weg steht. Ein Haps und du bist im Mund. Welch glückliche Fügung der Gebieter. Eine Abenteurerin. So alleine habe ich mich hier gar nicht wohl gefühlt. Wie du siehst, wurde diese Kutsche von den Ixal überfallen. Es kann noch nicht lange her sein. Keine Spur von den Waren und den Kutschern. Aber ich gehe jede Wette ein, dass die Ixal sie in ihr Lager verschleppt haben. Da der Kahlhieb liegt nordwestlich von ihr. Ich alleine kann nichts ausrichten, aber du kannst die Kutscher sicher retten. Bring sie und die gestohlenen Waren zurück. Immer ich. Muss ich?
Irgendwo noch da oben. Ich glaube, ich hole mir mal noch Hilfe. Mitstreiter rufen. Und ich glaube, ich habe ihn angreifen gelernt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Na, ist aber auch nicht mehr ganz so weit von 60 entfernt. Aber dann erst bei Shiva? Ja, Götterdämmerung dürfte die normale Shiva doch sein, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ist das das erste Mal Shiva oder nochmal ein zweites Mal Shiva? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ist schon so lange her alles bei mir. Ich würde ja nachgucken, aber mein Charakter ist noch nicht so weit. Aber gut, du hast ja ziemlich viel Turm und so gemacht, ne? Also Sachen, die dich zwischendrin gelevelt haben. Wo andere normalerweise erst mit ihren Zweitschuss anfangen. Ich glaube, der Typ will mich hauen. Ach, die haben ja auch fast mein Level, deswegen. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches Götterdämmerung ist. Deswegen frage ich ja gerade so nach, ob das das erste oder zweite oder was auch immer mal ist. Generell bin ich ja sowieso die Weiterführende noch nicht gespielt hat. Weil ich nie so der Primar-Fan war. Weil ich mich meistens Primar von den Plattformen schmeißen. Mein Gott, was macht ihr denn? So lang. Ich dachte wirklich, ihr seid schon längst im End-Content. Aber vielleicht, weil ich einfach zu verwöhnt von anderen Leuten bin, sie das innerhalb von 2 Tagen schaffen können, weil sie sich halt einfach alles wegklicken. Wenn man sieht hier allein, ich komme auch relativ schon mit dem Heiler hier recht smooth, also recht flüssig durch, ohne hier irgendwie niedergemetzelt zu werden. Aber ich bin halt auch schon eigentlich mit 51 hier in dem Levelgebiet relativ OP. Oh, 1 mal. Ich glaube, hier oben war irgendwas, oder? Oder auch nicht? Wo ist denn Waren mal 2? Ich dachte, das wäre irgendwo auf den Holzblöcken gewesen. Ach, da oben. Ne, nicht ganz auf den Holzblöcken. Kann ich mich an denen durchschleichen? Sieht ganz gut aus. So, den Kreis habe ich jetzt aufgelöst. Mal gucken, was ich alles abschütteln kann. Beim Rüberrennen. Falsch. Da lang muss ich. Oh! Dann ja noch in Gebiete, wo ich feststecken bleibe. So wird das nichts mit wegrennen. Ich bin gedanklich gerade wirklich zu sehr in Minecraft drin. Ich denke gerade, okay, die könnten Fleisch droppen.
Wie lange spielt ihr jetzt eigentlich insgesamt? Ein Monat? Ist das schon ein Monat? Räumen wir wohl erstmal auf, bevor wir Kutscher retten. Okay, über einen Monat. Es gibt ja auch irgendeinen Befehl, wo man sehen kann, wie viel Zeit man schon in das Spiel investiert hat, an Stunden und Tage und sowas. Mir fällt der Begriff nur gerade nicht mehr ein. Ich probiere mal was aus. Spielzeit vielleicht? Nee. Playtime? Ne, ich weiß gerade nicht, wie der Befehl ist. Aber das können wir doch bestimmt nachgucken. Okay. Ich glaube, Abby ist am Einkaufen. Playtime. Habe ich doch gerade eingegeben, oder? Ah, also... Ach so, mit dem Charakter sind es 5 Tage, 8 Stunden und 28 Minuten. Ich dachte mir gerade mit dem großen Schall kann, dass man da halt niemals hinkommen. Also Schrägstrich Playtime und ihr seht, wie viel Zeit ihr schon in euren Charakter investiert habt. Würde mich mal interessieren, was da bei euch rauskommt. Gib's doch mal einfach ein und lasst es mich wissen. Hier. Oh, Birdie, 11 Tage, 14 Stunden. Und 38 Minuten. Ganz wichtig. Schlimm, wenn man da mal sieht, wie viel man eigentlich schon gesuchtet hat. Ja, du musst erst mit dem im Chat reden. Ja, mit Chris ist gerade aufgefallen, dass er nicht fertig gequatscht hat mit dir. Ich nehme an, wenn du so fragst, du. Und wahrscheinlich sagt mir das dann auch dein Profil, wenn ich reingucke. Wo haben wir ihn denn? Da ist der Birdie. Ja, Stufe 30. Ihr seid doch verrückt. Mit 57 erst bei Shiva. Wir sind der Warentransport aus Grindania. Wir waren auf dem Weg nach Geisterzahl. Aber schau dir die Kutsche an, damit kommen wir nicht weiter. Würdest du den Leuten in Geisterzahl ausrichten, dass wir kommen, sobald die neue Kutsche organisiert ist? Auf nach Geisterzahl dann wieder. Weiß ich nicht, aber er hat gesagt, er hat vergessen, mit dir fertig zu reden. Und er tippt gerade. Und ihr wisst ja, wenn ihr Fragen zum Spiel habt, einfach in den Chat schreiben. Oh, da.
Die Ixal haben die Kutsche angegriffen. Und die Kutsche? Sind sie am Leben? Ein Segen. Die krächzenden Ixal werden immer dreister. Vielleicht ist am Gerücht, dass ihr Prima wieder erschienen ist und sie mit neuem Kampfgeist erfüllt sind, ja tatsächlich etwas dran. Dir gebührt jedenfalls mein Dank für deine tatkräftige Unterstützung. Gute Arbeit, Abenteurerin. So, das müsste ein Ring für uns jetzt dabei sein, oder? Willenskraft, auch besser als das, was wir haben, oder? Oh, definitiv besser als das, was wir haben. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Die Container zerstören. War bei den Dingens, ne? Da unten. Ne? Drüben? Hä? Hä? Wo ist denn überhaupt die Hauptquest gerade bei mir? Habe ich die Hauptquest angenommen? Der Max-Level ist aktuell 60. Also mit dem ersten Addon war es 50. Also mit dem Hauptspiel war es 50 und mit dem Addon ist es auf 60 aufgestiegen vor allem. Wo ist denn meine Hauptquest? Ich habe meine Hauptquest verloren. Archiv. Ah, hoch. Hochexplosiv, okay. Hauptquest ist wieder da. Puh. Warum hatte ich die mir ausgestellt, die Hauptquest gerade? Jetzt wird sie hoffentlich wieder auf der Karte angezeigt. Genau. Runter. Gott, was mache ich für Sachen? Ich schreibe gerade so viel im Chat, die zwei, dass ich gar nicht mitlesen kann. Also nicht wundern, dass ich gerade so komisch durch die Gegend laufe. Ich versuche gerade den Chat zu verfolgen. Nee, aber die Uhrzeiten sind halt doch immer noch die am... Also um also auf dem Chat gerade mal ein bisschen mit einzugehen. Die Uhrzeiten sind halt auch für uns arbeitstechnisch, also zumindest für mich arbeitstechnisch am besten. Weil wenn ich dann spät heimkomme, weil ich in Schichten arbeite, dann bin ich überhaupt manchmal froh, überhaupt spielen zu können. Ich habe jetzt sehr oft überhaupt gesagt. Deswegen spielt meistens der Chris zuerst und dann komme ich dran. Ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Nee, ich habe hier noch einen Durchgang. Nee, ich bin doch in der Sackgasse. Lasst mich gehen! Haucht mich nicht an. Ich hasse Morbuls. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Morbuls? Morbole? Ist Morbul die Mehrzahl?
Ja, ich bin auch den ganzen Tag am PC und noch zusätzlich, ich trage auch ein Headset auf der Arbeit. Also, im Endeffekt, wenn ich dann heimkomme und streame, ändert sich nicht sehr viel. Ich sitze da mit einem Headset auf dem Kopf und rede. Also ich weiß genau, was mit dem am PC sitzen, was du da meinst. Aber heutzutage werden auch die meisten Jobs irgendwie am PC ausgeführt. Es sei denn wirklich, es ist ein Handwerker. Und selbst die benutzen ja schon ziemlich viel teilweise den PC, was ich so höre. Je nachdem, was für eine Werkstatt das ist oder so. Wo dann alles am PC ausgerechnet wird, zugeschnitten wird und alles Mögliche. Die Sache ist, ich spiele halt einfach gerne. Und ob ich jetzt im Endeffekt im Stream ein Headset auf dem Schädel habe oder wenn ich mit meinen Leuten im Teamspeak oder beziehungsweise jetzt im Discord mittlerweile hocke, kommt ja aufs selbe raus. Man kann es nie jedem recht machen. Nie. Das habe ich mittlerweile, würde ich behaupten, gelernt. Man versucht es natürlich, aber man kann es nie. Und wenn es dann Leuten gefällt, dann ist es schön, dann freut man sich. Was mich persönlich immer traurig macht, wenn dann irgendwelche Trolls kommen und meinen, irgendwas crashen zu müssen. Da steht einem dann schon so ein bisschen das Pipi in den Augen. Aber es gibt's halt leider auch. Dafür freut man sich umso mehr, wenn dann liebe Leute da sind. So, wo muss ich hin? Wahrscheinlich wieder nach Modona, ne? Ja. Dafür gibt es einfach viel zu viele Meinungen, als dass man es jedem recht machen könnte. Ich finde es halt einfach echt schade, wenn man sich selber so unglaublich auf irgendwas freut, das machen will. Und dann sieht man einfach, dass Leute da sind, die einen einfach nur trollen wollen und ärgern wollen. Und man sich echt zusammenreißt, einfach nicht drauf einzugehen, um denen dann nicht die Genugtuung zu geben, dass sie geschafft haben, was sie wollen. Ich bin auch immer froh, wenn einfach liebe Leute im Chat sind, mit denen man sich unterhalten kann. Das finde ich am schönsten. Ich mag das auch total, mich so unterhalten zu können. Wie sagt man ja so schön, von nichts kommt nichts. Man muss halt auch was machen. Ich erinnere mich nochmal, als die zwei uns das erste Mal geradet haben. Ich habe echt nicht gewusst, was gerade passiert. Ich habe nur Smileys durch den, also die Biber, die Borkenherzen durch den Chat flattern sehen. Genau. Wo ich dann gedacht habe, das sind Waffelherzen, weil ich halt einfach nur flüchtig kurz drüber geguckt habe.
Es sind so viele Questen, die hier aufgeploppt sind mittlerweile. Müssen wir irgendwann auch mal alle machen. Gratuliere, Abenteurerin. Ich habe den Wumms bis hierhin gehört. Deine Sabotageaktion war ein voller Erfolg, nehme ich an. Die kaiserlichen Truppen werden uns nicht mehr belästigen, zumindest für eine Weile. Trotzdem müssen wir auf der Hut bleiben. Du möchtest wissen, wie ich an eine Kiste mit hochexplosiven Sprengkugeln von der Alchemistengilde komme? Das ist doch nichts Besonderes. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mann, der tüchtigen Abenteuren unter die Arme greifen will. Geschick, Willenskraft ist für uns. Moment, ist das auch besser als unseres? Definitiv wieder. Ich glaube, das ist jetzt die Phase, in der man die ganze Ausrüstung bekommt, die man vorher immer nur in den Dungeons bekommen hat. Also ich kann es bestätigen, ich stand hinter Chris, als ich das las. Ja, ich glaube, das Schwarzlichtzeug war damals das, was man nur durch... Oh, ich habe vergessen zu lesen. Der Ausbau von Geisterzoll schreitet weiter voran und der Zustrom an Abenteurern reißt nicht ab, was ich sehr begrüße. Aber viele der Abenteurer sind nur hinter diesen allergischen Steinen her und kümmern sich nicht um die Belange der Abenteurergilde. Das ist ein echtes Problem, denn ohne Freiwillige läuft hier nichts. Rowena hingegen kann sich vor Kundschaft kaum retten. Vor ihrem Geschäft tummeln sich mehr Abenteurer als an einem Freibierabend in der Abenteurergilde. Vielleicht kannst du mir helfen, die Abenteurer dazu zu bewegen, sich wieder mehr für die Gilde zu engagieren. Wenn du tatkräftig einen Auftrag erledigst, nehmen sicher hoffentlich auch andere an dir ein Beispiel. Und dafür bietet sich gerade eine gute Gelegenheit, denn es gibt immer öfter Übergriffe von Morbol auf unsere Minenarbeiter. Das heißt, Morbol ist eigentlich die Mehrzahl. Übergriffe von Morbol. Die Abenteurergilde will entschlossen gegen die Gefahr vorgehen. Kannst du dich darum kümmern? Die Biester leben westlich von hier im Schlingenwald von Mordona. Viel Erfolg, ich weiß... Auf die Helden des Bundes der Morgenröte ist Verlass. Wir haben ja eigentlich Flyer gedruckt, die wir auf der Konichi verteilen wollten. Das Problem war, es hat den ganzen Tag geregnet. Da wollten wir eigentlich so ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen, sag ich jetzt mal. Weil wir greifen ja doch die Sparte Anime Manga Japan an mit unseren Spielen. Wir haben zwar auch ein paar Spielchen, die nicht aus dem Japano-Bereich stammen, aber ich würde sagen, 80% ist Japan bei uns, wenn nicht sogar 90%. Er bricht jeden Tag Rekorde. Er bricht sie. Entschuldigung. Chris korrigiert das bestimmt bald. Und danke für den Hinweis. Gut, ich... Da muss ich sagen, in zwei Twitch-Push-Gruppen bin ich, aber die bringen nichts. Wenn du da nicht gerade die riesen Möpse hast oder so, habe ich das Gefühl, bringen die nichts. Oder nicht in diesem typischen YouTuber, ey Alter, sprech bist. Also wir müssen gestehen, Chris ist der Mensch von uns, der Japanisch kann. Wie, ich habe das schon erledigt, die Quest. Oh, ich komme ihm vor, als würde ich mehr rumrennen als sonst was gerade. In Japan gucke ich Chris ja immer panisch an, was die Japaner sagen.
Ich guck ihn, Chris, japanisch an. Geh weg. Oh, Tokio ist einfach so ein schönes Städtchen und die Leute sind so lieb. Ich weiß, Chris redet ja regelmäßig von seinen Idols. Ich glaube, ich darf das auch mal ausnahmsweise machen. Ich bin ja auch Fan von so einer ganz kleinen Gruppe, die jetzt seit bisschen mehr als 2 Jahren existiert. Oder was waren es jetzt? Ne, 2 Jahre. Und war dann dort in dem ihren kleinen persönlichen Theater, sag ich jetzt mal, auch wenn es ein Fernsehbroadcasting-Studio ist. Aber die sind ja von dem gegründet worden. Ich glaube, das ist nicht Fernsehen, sondern Web-TV ist das. Und die japanischen Fans, ich wäre, glaube ich, irgendwo dritte Reihe oder zweite, dritte Reihe oder so gewesen, haben mich nach vorne in die Mitte lassen zusammen mit Chris. Ich hätte die Mädels angrapschen können auf der Bühne. Ich war so glücklich, ich hätte am liebsten geweint. Ach Gott, ich habe jetzt gerade wieder Tränen in den Augen, wenn ich dran denke. Da bist du ja wieder. Im Namen der ganzen Abenteurergilde danke ich dir für deine tatkräftige Unterstützung. Ich hoffe, die anderen Abenteurer nehmen sich ein Beispiel an dir und setzen sich in Zukunft mehr für unsere Gemeinschaft ein. Mach's gut und bis bald. Ja, japanische Mädchen angrapschen. Japanische Mädchen angrapschen, die sagen, sie lieben mich. Und einer hat mir den Kopf getätschelt. Also wo ich vorne auf der Bühne war und ein bisschen umgefallen bin. Weil die Fans beim Anfeuern der Gruppe immer relativ stürmisch sind. Ich habe es nicht erwartet. Und hatte hohe Schuhe an. Hallo, ich habe gute Nachrichten. Die Abenteurergilde ist sehr zufrieden mit deinem Einsatz. Und ich bin es auch. Immer mehr Abenteurer übernehmen Aufträge in Geisterzell und packen kräftig mit an. Aber es könnten noch mehr sein. Wie wär's, wenn du ihnen noch einmal mit gutem Beispiel vorangehen würdest? Ich hätte da eine passende Aufgabe für dich. Es geht um Hapaliten, östlich von hier in singende Scherben. Sie haben Forscher angegriffen, die dort Untersuchungen durchgeführt hatten. Es gab viele Verletzte. Der Einsatz ist für dich vielleicht keine große Herausforderung, aber wenn du den anderen Abenteuern zeigst, wie ein Profi so etwas handhabt, nehmen sie sich hoffentlich ein Beispiel an dir. Oh Kermit, geh zu Idol-Events. Aber zu kleinen Gruppen. Oh, das ist so schön. Und Fallen, bring mir was von Not All mit, wenn du drüben bist. Man kommt so schwierig an das Zeug von denen ran. Und sag ihnen Grüße von Tamara, sie wissen bestimmt, wen du meinst. Oh, das verschlägt mir, sie werden es wirklich wissen, wen du meinst. Sag einfach Grüße von Tamara. Oh Gott, wo muss ich hin? In die andere Richtung jetzt, ne? Ja. Oh, ich habe meine Mädels in Pinguin-Kostümen kennengelernt damals. Also meine Idol-Gruppe, die ich jetzt so hype. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich das nächste Mal nach Japan wieder zum Event gehe, bringe ich meiner kleinen Stoffpinguin mit. Nicht den. Chris hat gerade nach hinten geguckt, weil er mir auch einen Stoffpinguin geschenkt hat. Aber dass ich da damals nicht drauf gekommen bin, obwohl Chris Pinguin für sein Mädel gekauft hat. Und meine halt ein Pinguin-Kostüm anhatten, dass ich sie kennengelernt habe.
werde verfolgt. Von einem fliegenden... Ich hätte mir den Weg einfacher machen können, oder? Zu den Viechern. Mache ich bestimmt gerne. Erinnere mich nochmal, dass du nach Japan gestern. Oh, Japan. Schönes Land. Naja, und das Geld fehlte noch zusätzlich bei dem anderen Projekt. Weil so mal irgendwo durch Deutschland rumgucken und mit Kameras, die man sich gegebenenfalls noch anmieten muss, schwierig. Schwierig. Nein, ich bin nicht krank. Weil du so geguckt hast. Wo ist denn... Haare kannst du denn nicht mal im Gesicht haben, wie krank aktuell. Nee. Selbst das ist noch krank. Oh, Schatz, mach mir mal einen Gefallen. Post comment mal das Video Penguin-Dingens. Weil dann sieht er mal, wie ich meine Mädels kennengelernt habe. Vom Stream jetzt noch nicht hier. Außer, dass ich eigentlich gerade mit Kopfschmerzen streame. Aber ich habe trotzdem meinen Spaß dran. Aber wie gesagt, deswegen hat der Chris ja so ein bisschen länger gemacht, weil ich mich nicht gut gefühlt habe. Aber ich will dir noch gar nicht sagen, ich streame gar nicht. Solange ich nicht tot in der Ecke lieg. Naja, aber auf der Arbeit muss man ja auch um eine bestimmte Uhrzeit auf der Matte stehen. Das ist wie wir arbeiten, das Stream so ein bisschen. Nur fröhlicher. Jetzt laufe ich aber nicht mehr nach Geisterzoll, jetzt porte ich mich hin. Denk an das Video für Körmel. Ansonsten mache ich selber einfach gleich. Ich glaube bei Nordall noch nicht mal. Das ist die falsche Gruppe. Doki, da bist du ja schon wieder. Auf einen Profi ist eben Verlass. Wenn die anderen Abenteuer mitkriegen, dass sich selbst eine Heldin deines Kalibers nicht zu schade ist, solche unspektakulären Aufgaben zu erledigen, werden sie dir hoffentlich nacheifern. Dann werde ich bedeutend besser schlafen können und die Bauchschmerzen vor Sorge bleiben mir auch erspart. Du bist und bleibst ein strahlendes Beispiel für alle Abenteurer und ein famoses Aushängeschild für den Bund der Morgenröte. Und wie... Ist das auch besser? Garantiert ist das besser. Es kann nur besser sein, als ich was hier anhabe, sag ich doch. Weil das eben immer noch die ganzen Markensachen von früher sind. Wenn alles nach Plan läuft, müsste der Bund der Morgenröte die Vorbereitungen zur Verlegung des Hauptquartiers bereits abgeschlossen haben. Nur habe ich bislang nichts von Alfino gehört. Wahrscheinlich ist er einfach nur beschäftigt. Aber würdest du dem Sonnenwind einen Besuch abstatten und dich erkundigen, wie es um die Verlegung steht? Ja, schleimen kann er gut. Ja genau, Not All sind die Mädels, die ich auch auf Facebook bei meiner Seite als Bildchen habe oben über mir. Da stehe ich ja in der Mitte von den süßen Mädels. Und vergiss nicht, dem guten Alfinot meine Grüße zu übermitteln. Ich für meinen Teil sehe die Verlegung des Hauptquartiers mit Spannung entgegen. Bin ich nicht hier, bin ich im Sonnenwind.
Dann müssen wir mal nach Horizont. Es könnte mal wieder eine Sequenz kommen. Also Kermit, das Video ist nur für dich mit meinen kleinen Pinguinen. Solange sie Pinguine-Kostüme anhaben, ist es das Richtige. Also so liefen sie in Akihabara rum und haben Flyer verteilt in den Kostümen, wo sie in dem Video anhaben. Und die eine von ihnen guckte mir halt ein bisschen länger nach. Und ich habe es danach bereut, dass ich kein Bild gemacht habe, weil ich habe sie dann einfach aus Jux angeschrieben auf Englisch, aber habe euch in Akihabara gesehen. Und die eine hat dann eben gemeint, komm doch demnächst mal vorbei. Hab halt dazu geschrieben, dass ich halt mich nicht getraut habe, ein Foto zu machen. Und das eine Mädel schrieb dann halt auf Englisch zurück, ah ja, beim nächsten Mal machen wir Fotos. Luat, du bist zurückgekehrt. Sind die Vorbereitungen auf Seiten der Abenteurergilde in Geisterzeil abgeschlossen? Wir hinken mit unseren Vorbereitungen etwas hinterher. Vielleicht könntest du mit anpacken. Tataru muss noch ihre 7 Sachen packen. 3 hat sie schon. Aber würdest du ihr bitte bei den verbleibenden 4 helfen? Sammel Tatarus Sachen ein und bring sie ihr. Damit sollten wir unsere Vorbereitungen dann auch abgeschlossen sein. Vielen Dank im Voraus für deine tatkräftige Hilfe. Ich glaube, Chico ist dir aufgefallen, so wie es klingt. Also B. Chico, ja. Chico Watanabe. Chico habe ich mir am Anfang auch angeguckt. Dachte, scrollte über ihr Twitter-Profil, sah nur SpongeBob und dachte mir, nee. Hab dann Momo und Chris gefragt, welches der Mädels war eigentlich das, was mir nachgeguckt hat? Oder uns nachgeguckt hat. Ich weiß ja nicht, ob es mir war. Und ja, so ist Nachan meine kleine Prinzessin geworden. Aber Chico ist auch niedlich. Aber mit SpongeBob hat sie mich verschreckt. Und live ist Satuharu auch absolut ein Catch. Also Satuharu catcht auch absolut total, wenn man sie live sieht. Und ich glaube, sie ist die von ihnen die am besten Englisch kann. Chris witzelt immer so gerne, dass es wahrscheinlich, wenn irgendwas Englisches ist, die Mädels direkt zu ihr kommen und fragen, Satuharu, was heißt das? Oder Satuharu, wie schreibe ich das? Eben, SpongeBob ist auch gar nicht meins und das hat mich einfach verschreckt, als ich da auf das Profil gegangen bin von ihr. Aber sie ist eigentlich auch eine total niedliche. Und ihr Bewerbungsvideo, also beim Casting, total Panne. Auch ihr Bewerbungsbild zu Not All, total Panne gewesen. Ich war ja beim 2-jährigen Jubiläum eben am Event bei denen. Das kann dir Chris beantworten, weil ich und mein Japanisch ist ja relativ bedenklich. Und Chico war die nämlich gechattet hat. So. Oh. Wie viele habe ich denn schon? 1, 2, 3. Oh, es fehlt noch mehr als die Hälfte. Ah, Toki. Das ist aber lieb von dir.
Das waren die letzten meiner 7 Sachen. Vielen Dank. Lass mich noch einmal nachzählen. 5, 6, 7. Ja, jetzt habe ich alle zusammen. Als nächstes kommt der Versand. Alles muss gut organisiert sein, damit auch das kleinste Tintenfässchen nicht verloren oder gar zu Bruch geht. Ehrlich gesagt gibt es noch etwas, wobei du mir helfen könntest. Sprich mich doch gleich noch einmal an, wenn du Zeit hast. Oh, und wenn du gerade auf dem Channel bist, Kermit, guck dir das Video von Maggi an. Auch total niedlich. Ich würde niemals Werbung für die Gruppe machen. Seit die Verlegung beschlossen wurde, haben wir keine ruhige Minute gehabt. Bis über beide Ohren stecken wir in Arbeit. Ich bin für die Führung der täglichen Geschäfte des Bundes verantwortlich. Termine machen, Korrespondenz führen, Gäste begrüßen. Dazu gehört auch, die Mitarbeiter des Hauptquartiers zu versorgen und bei guter Laune zu halten. Alle sind in letzter Zeit so gestresst, es dauert nicht mehr lang, bis jemand vor Erschöpfung umfällt. Deshalb möchte ich allen eine Freude machen und einen stärkenden Tee brauen. Das wird die Laune heben. Als Zutaten für meinen Stärkungstee brauche ich 4 Bündel Hochland-Teeblätter. Aber hier sind sie ausverkauft. Sie wachsen im Hochland von Coertas, habe ich gehört. Vielleicht sind dort welche zu bekommen. Würdest du für mich einmal vor Ort nach diesen Teeblättern Ausschau halten? Idealerweise fragst du jemanden, in Camp Drachenkopf wohnt. Einheime kennen sich doch immer am besten aus. Jedenfalls vielen Dank und gute Reise. Maggi, genau. Ich finde das Video so niedlich gemacht. Also zumindest, wenn ihr Penguiningen gefallen hat, dann guck's an. Ansonsten lass es bleiben. Aber ich hype die Mädels halt total. Ich glaube, das merkt man. Oh, ich glaube, ich habe mir den Kopf gestoßen. Lange nicht gesehen, Abenteurerin. Ich kann mich gut an dich erinnern. Du hast doch damals Ritter Hochefant so. so vorzüglich geholfen. Wo man Hochland-Teeblätter herbekommt, fragst du? Also ich habe keine da, tut mir leid. Aber aus den Blättern macht man doch Schnaps, nicht wahr? Warum versuchst du es nicht einmal beim Getränkehändler Emanuel? Zap, zap, zap. Ich muss jetzt bestimmt wieder von Person zu Person rennen. Gell, merkt man überhaupt nicht. Nur mein ganzes Twitter-Profil und alles ist vollgeknallt mit den Mädels. Hochland-Teeblätter? Das tut mir aufrichtig leid. Die sind schon seit einer Weile ausverkauft. Für gewöhnlich pflückt man sie in einem Gebiet südwestlich von hier, aber dort haben sich nun Monster breit gemacht. Die Gärtner trauen sich nicht mehr dorthin, aus Angst überfallen zu werden. Deswegen hat es schon länger keine Lieferung mehr gegeben. Ich würde dir ja gerne helfen, besonders weil du doch auch Ritter Hochefant geholfen hast. Aber Monster sind Monster und ich bin kein Krieger. Es tut mir leid, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. So. Da unten. Nee, das ist die falsche Richtung, die ich rausreite, ja. Ich glaube, das ist auch sogar auf Chris seiner Liste, Danganronpa, dass wir das noch spielen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel mit den Katzenmates auf unserer Liste noch steht. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie es heißt. Oder ist es das sogar? Das meinst du? Meinst, wir müssen jetzt noch die Serie anschauen? Daran bin ich Experte. Chris, ich brauche die Serie. Ach so, das Spiel bringt nicht, wenn man die Serie kennt. Ach Gott, ich sollte lesen lernen, ne?
Also wir kennen die Serie nicht. Finde ich mal gut, dass das, das ist sowas unabhängig oder abhängig. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Das klingt. Nein! Das klingt aber so jetzt wie eigentlich erst Spiel spielen, dann wenn dann die Serie gucken. Ich sehe ihn vom Rechner sitzen. Nein! Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen. Komm mit der. Nein! So wie Kilian früher einfach immer mit dem Kopf auf den Tisch. Genau. Eigentlich müsste Kilian das Kissen gewinnen, damit er was hat, womit er. Wir haben sein Foto, was ich gemacht habe, das Kissen da. Aber das wird fair ausgelost und Chris skriptet da auch noch was. Es sieht irgendwie so lächerlich aus, wenn man auf dem Drachen reitet, um irgendwo hinzulaufen. Kennt ihr das eigentlich, wenn euch automatisch kalt wird, wenn ihr Schnee seht? Obwohl das nur im Spiel ist? Geht mir regelmäßig so. Oh, also für mich. Wird doch das Kätzchen. Ich glaube, sowas in der Art hatte Chris auch vor. Wie das Tool, was die beiden benutzen zum Auslosen. Oder? Nur ein hübsch wahrscheinlich. Oh, da kommt ein Vieh raus. Oh, zwei Viecher. Ach, ich habe den Paradieser natürlich abbekommen. Ihr kopiert die Biber. Ja. Ja, immer diese Leute, die Leute kopieren, die dann wieder kopiert werden, ne? Kermit, das kennst du mit deinem, Chiapper, ne? Oh, ihr seid so schlimm. Oh Mann. Oh, ich habe Frank eigentlich noch gar nicht richtig mit Nordoll infiziert, oder? Fällt mir da also auf. Wahrscheinlich ist es Frank so still, weil er sich erstmal alles Mögliche von Nordoll anschauen muss. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Was? Achso, wegen dem Chat, ja. Ja, sag ich doch. Und die Coops haben dich kopiert. Die Coops. Die Ach Gott, lass. Chris macht's. Chris ärgert mich. Weil ich mal wieder blöd war. Ihr seid nur mit mir. Nee, aber gute Sachen kann man kopieren. Schlechte Sachen sollte man nicht kopieren. Und natürlich sollte man immer noch sich selber bleiben dabei. Deswegen sage ich eigentlich immer, warum X-Leute angucken, wie sie irgendwas machen, wenn man einfach um an sich selber bleiben kann und selber sich was ausdenken kann, wie man es machen möchte. Weil was interessiert's mich, was 20 Minecraft-Spieler machen,
Wenn ich mein eigenes Ding machen kann. Gut so. Frank, beide Daumen hoch. Warum tue ich es eigentlich dahin halten, wenn Kamera da ist? Oh, ich darf schon wieder zu Tataru. Och, jetzt bin ich ja noch angegriffen worden. Ich hoffe, die Mädels gefallen dir, Frank. Das Schlimme ist meistens, also es ist ja bei mir so, ich gucke ja immer mit dem Chris Sachen an und war dann bei Witcher so, dass ich das Video von Witcher gesehen habe, also den Stream von Witcher gesehen habe und einfach nur gesagt habe, das Spiel will ich spielen. Das Spiel muss ich spielen. Und dann hat Chris es mir gekauft. Final Fantasy hat Chris mich, glaube ich, 2 Jahre lang versucht dazu zu bringen, zu spielen. Und danach hat er mich verflucht dafür, dass er mich dazu gebracht hat, das zu spielen. Och, warum wollte ich mich noch nach Mordona? Ich muss doch nach Horizont. Weißt du, was das Coole an den Mädels ist? Die stehen neben dir. Kein Tisch trennt dich von ihnen. Und sie sind so lieb. Und ich wurde geknuddelt. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade einen AKB-Vergleich gezogen. Ich mochte Witcher absolut. Also mir macht's immer noch irgendwie total Spaß. Auch wenn es schwierig ist. Und ich glaube, beim letzten Mal habe ich alle Ohren des Streams getötet. Weil ich mich einfach nur so furchtbar erschreckt habe. Eigentlich müsste ich Dingens mal wieder spielen. Ach Gott, wie hieß es denn? Auch wo du so irgendeinen Typ gespielt hast, wo du halt, ja, wo das Spiel sich entsprechend deinen Entscheidungen oder zumindest die Leute entsprechend zu deinen Entscheidungen angepasst haben. Ich überlege gerade echt den Namen. Hatte mehrere Teile auf jeden Fall. Ich habe so gerne gespielt. Ich habe immer nur darüber geflucht, dass du nur einen Kerl spielen kannst. Sowas ist schlimm, ne, Frank? Sowas ist total schlimm. Alle sind in letzter Zeit so gestresst. Es dauert nicht mehr lang, bis jemand vor Erschöpfung umfällt. Deshalb möchte ich allen eine Freude machen und einen stärkenden Tee brauen. Das wird die Laune heben. Du hast es geschafft. Du hast tatsächlich 4 Bündel Hochland-Teeblätter besorgen können. Ich werde mich sofort daran machen, einen Tee zu brauen. Gewiss werden sich alle sehr freuen. Ach, was ist das Leben schön? Zupf, zupf das Blatt. Stampf, stampf den Sud. Ein Schluck und dir geht's gut. Mit Aloe und Honigfett. Dazu noch etwas Lalala. Das Rezept ist mein Geheimnis. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ich. Danke, liebe Tataru. Wir lieben dich. Huch, im Eifer des Teekochgefechts habe ich ja ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erzählen. Während du weg warst, ist irgendetwas passiert. Hast du Zeit, darüber zu sprechen? Aber besser jetzt gleich, ich bin ja schon ganz zappelig. Bogen? Ist der besser? Oh ja, auch wieder der wesentlich besser.
Du hast es hier für die Handheld mit Handheld organisiert, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, Frank? Tataru brennt da. Ein Bote von der Bruderschaft der Morgenviper hat uns besucht. Er war ganz aus dem Häuschen und denkt dir, ist einen weiten Weg von Grindania gekommen. Da muss etwas ganz Furchtbares passiert sein. Womöglich ist Garuda wiedergekehrt und will sich rächen. Oder die Galea. Oder alle zusammen? Minfinia verrät mir wieder nichts. Als ob ich also ein Sensibelchen wäre. Kannst du nicht zu ihr gehen und rausfinden, was geschehen ist? Naja, momentan ist ja wirklich alles, was bei uns gespendet wird, für einen neuen PC für mich. Weil ich hier noch mit einer Laptop-Möhre von... Wann habe ich mir den gekauft? Sagtest du vorhin 2000. Sagte ich das? 6, 7 Jahre. Ah, also so irgendwann von 2009 oder so ist der Laptop. Also ich hab den schon Ewigkeiten. Sehr gut, dass du kommst. Du hast wohl den Gesandten der Bruderschaft der Morgenviper rausgehen sehen. Wir haben schlechte Nachricht erhalten, Toki. Eine neue Prima-Sichtung. Es erfordert keine große Vorstellungskraft, um zu raten, um welche es sich handeln könnte. Zumal die Nachrichten aus Grindania kommt. Die Ixal-Göttin Garuda oder Ramu, der Gott der Sylphen. Vielleicht sogar Odin, der ruhelose dunkle Reiter. Nur unsere Äthermesserungen zeigen etwas völlig anderes an. Die Werte decken sich vielmehr mit denen kurz vor der 7. Katastrophe. Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber es scheint, als hätten wir es mit einem alten Feind zu tun. Und warum gerade jetzt? Man könnte meinen, dass alles vom Willen eines dunklen Wesens im Hintergrund gesteuert sei. Wir können die Sache auf keinen Fall auf sich beruhen lassen. Dass die Verlegung des Sonnenwinds noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich nicht ändern. Wir müssen trotzdem handeln. Eile voraus und melde dich beim erleuchteter Prior Forsail im Abton der Bruderschaft. Wir werden auch Öda und Papa Lymo dorthin entsenden. Es wird sehr wahrscheinlich zum Kampf kommen. Sei bereit und unterschätze die Lage nicht, auch wenn du schon einige Prima erfolgreich die Stirn geboten hast. Oder im Lotto gewonnen. Genau. Banküberfall. Aber Moment, ich muss nach Grindania. Irgendwie sieht man heute sehr oft den Ladebildschirm. Tut mir leid. Oh, Chris, kannst du... Entschuldigt bitte. Meine Nase kitzelt so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Oh, das mit Menschen aus aller Herren Länder, das kennen wir auch. Das ist uns in Japan passiert. Wir haben Deutsche, die wir noch nie in Deutschland getroffen haben, zum Beispiel getroffen auch. Jo, 12 Leuten. Was waren's denn noch? Großbritannien, Niederlande. Ja, Deutsche auch, aber ich habe ja gesagt auch alle Herren Länder, weil Kermit ja alle Herren Länder.
Also Chris meint gerade Singapur, Malaysia, ja, Holland, England. Wir aus Deutschland. Also ganz, ganz viele verschiedene Länder. Ah, der Bund der Morgenröte schickt dich. Ein Glück, dass unser Bote euch unversehrt erreicht hat. Ich bin wirklich über alle Maßen erleichtert, dich hier zu sehen. Wenn wir doch nur von solchen Vorfällen verschont bleiben könnten. Nun, lass mich die Lage kurz erklären. Das sind jetzt nur... genau. Vielen Dank, dass du so schnell gekommen bist. Wir haben einen seltenen Gast bei uns. Ein Abgesandter der Mogris. Sein Name ist Kuplokop. Er sagt etwas von einer Bedrohung für die gesamte Mogriheit und bittet dringend um unsere Hilfe. Kanae Senne hat sich deshalb an den Bund der Morgenröte gewandt. Du warst es doch auch, die einmal die Sylphen zur Ressort gebracht hat, als sie Ramu beschworen. Wir brauchen jemanden mit deiner diplomatischen Erfahrung. Über alles Nähere wird dich die Saatseherin selbst in Kenntnis setzen. Geh zu Nofias Altar und sprich mit der Druidin dort, damit sie dich zum Wasserrosentisch vorlässt. Kanae Senne erwartet dich dort. Waren wir eigentlich schon mal mit dem Charakter hier beim Wasserrosentisch? Bin mir nicht sicher. Aber voll der hübsche Ort. Ach ja, die Nachrichten waren, da waren wir damals mal. Gilde der Druiden. Klingt halt schon lustig mit meiner Mafia-Community. Wenn man nicht weiß, dass Mafia auch ein Spiel ist, ne? huch, falsch. Ich lauf falsch. Ich wollte zu den Druiden rein, gerade aus versehentlich. Stimmt, der Instagram-Account, zu dem jeder den Zugriff dann bekommen hat, ne? Mhm. Reise getrennt hat. Und du hast ja die Instagram-Account gesehen. Du bist gekommen, juhu, Kupo, du wirst uns helfen, Kupo. Und dann gibt es einen Kupo-Kupo-Krieg, ja? Kuplo, daraus wird doch keiner schlau. Kanae, erklär du doch endlich, was los ist. Ich danke dir, dass du so schnell gekommen bist. Wir sind in einer schwierigen Lage, aus der uns nur der Bund der Morgenröte befreien kann. Kuplokop hier hat uns eine sehr beunruhigende Botschaft überbracht. Der Mogri-König Mogul Mok ist beschworen worden. Der legendäre Mogul Mok Toki. Du hast doch sicher schon von ihm gehört. Ganz früher haben alle Mogris im Himmel gelebt, weißt du? Aber dann sind die Götter verrückt geworden, Kupo. Die alten Sagen erzählen, dass sich im Reich der Götter eines Tages ein großer Tumult aufgehoben hat. Sie haben sich gestritten und gezankt und nicht mehr aufgehört. Und da wurde es uns Mogris zu bunt. Unser guter König Mogul Mok hat beschlossen, dass wir vor einem Reich unter den Wolken leben sollten, Kupo. Leider war der Boden so fern und die Winde so stark, dass wir nicht sicher herumfliegen konnten. Und da hat uns König Mogul Mok befohlen, ein Seil vom Himmel hinunter auf die Erde zu lassen. Kupo, das längste, das je gemacht wurde. So sind wir Mogris zu euch herabgeklettert, alle, außer unserem guten König. Er ist dort oben geblieben und wacht über uns. Und wenn wir Mogris hier unten je in Gefahr geraten sollen, dann wird er kommen und uns retten. Kupo. Dieser Sage nach sollten Mogul Mok noch immer im Reich über der Wolken sein. Oh, falsche Stimme. Dieser Sage nach sollte Mogul Mok immer noch im Reich über den Wolken sein oder im Reich der Mythen. Aber wir sind gerufen worden, weil er es offenbar nicht so ist, oder?
Was war nochmal so schlimm daran, dass dieser König kommt? Er klingt doch ganz nett. Es ist nicht einfach so, dass der Sagenkönig noch real war und nun zu uns herabgestiegen ist. Er wurde beschworen, ja, wie ein Primar. Er war ein Mythos, ein reines Konzept, das nun aus Äther zur körperhaften Existenz gebracht wurde, mit der Beschwörungsmethode der wilden Stämme. Ja, aber geht das überhaupt? Die Mokris bringen ihrem König einen Haufen Kristalle und wünschen sich ganz fest, dass er erscheint? Na, die Messungen und Kuplokops Aussage beweisen ja wohl eindeutig, dass es funktioniert hat. Aber wieso jetzt? Garuda ist besiegt, das Galäische Reich endlich getroffen. Was hat die friedfertigen Mokris dazu bewegt, einen Beschützer um Hilfe anzurufen? Nun ist doch alles wieder ruhig. Ja, genau das ist es aber. Ihr Seher hat eine lange Zeit von schweren Kämpfen hinter sich. Für euch, die im Zentrum all dieser Schlachten stand, ist es klar, für nun keine unmittelbare Gefahr droht. Aber für die einfachen Leute und für die Mokris wohl auch, ist das schwer zu beurteilen. Wer sagt, dass es nicht jederzeit wieder losgehen kann? Für die Mokris wirkt der Frieden vielleicht wie die Ruhe vor dem Sturm. Den vergangenen Ereignissen standen die Mokris hilflos gegenüber. Für das nächste Mal wollen sie besser gewappnet sein, mit dem legendären König Mogul Mok, der sie beschützt. Ich glaube, Kermit hat es gerade gepackt. Und ich nehme dich dann mit. Im Übrigen sind es nicht alle Mokris, die die Beschwörung gutheißen. Kuplokop hat gesagt, dass eine Gruppe dahinter steckt, die sich Mokrigarde nennt. Die Mokrigarde ist nicht böse, Kupo. Sie will nur den Wald beschützen. Aber ihr Weg ist nicht recht. Ihr müsst sie ordentlich vermöbeln, dann kommen sie zur Vernunft. Ganz sicher, Kupo. Den Wald beschützen, genau das, was auch die Sylphen wollten. Dieser Mogul Mok ist so etwas wie ein Ramu für Mokris. 60 Sekunden. Wenn sie ihren König genau wie einen Prima beschworen haben, besteht auch die Gefahr, dass er von ihnen Besitz ergreift und sie besessen werden. Genau das, was ist meine Befürchtung. Wir müssen verhindern, dass das geschieht. So sehr wir einen starken Beschützer des Waldes begrüßen würden, die Mokris bringen sich selbst und uns in weit größere Gefahr, als ihnen bewusst ist. Wir müssen Mogul Mok aufhalten, bevor es zu spät ist. Dieses Bedürfnis auf Link zu klicken. Ich danke euch. Esumian wird euch genaueres sagen. Er erwartet euch in der Grotte des versunkenen Gedanken. Bitte sprecht euch mit ihm ab, wie am besten vorzugehen ist. Ach Gott, kannst du dich an den Abend noch erinnern, Chris? Wo Mario gemeint hat, ha, hier komm, lass uns mal Cosplays anziehen und Bilder schießen. Ich wollte eigentlich auch Bilder mit Chris alleine zusammen, aber zu denen ist es nie gekommen. Macht mich ganz traurig. Ich habe dich in Unruhe erwartet, Tokiload. Es tut mir leid, Maßnahmen gegen die Mokris ergreifen zu müssen. Doch sie wissen nicht, was sie tun. Die Mokris sind sich an keine kriegerischen Wesen. Im Gegenteil, dass sie sich trotzdem zu einer Beschwörung verstiegen haben, mag erstaunlich scheinen. Aber wer selbst nicht gut kämpfen kann, braucht jemand Mächtigen, der es für ihn tut. Wir müssen den Mokri-Prima aufhalten, solange es noch geht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ach, natürlich nur Mist, ne?
Ich glaube, ich sollte schon mal Grellen in Gruppe kontaktieren. Ach, so geht das natürlich nicht, Grell, wenn du irgendwas machst. Bist du bereit? Dann lass mich die Lage also kurz erklären. Der Aufenthaltsort des Mogri-Königs wird durch einen Hag geschützt. Diese Magiebarriere vermögen nur diejenigen zu durchbrechen, die sie errichtet haben, die Mogris. Wir werden also Kuplo Kops Hilfe brauchen. Es wird ihm sicher nicht leicht fallen, seine Mit-Mogris zu verraten, aber er weiß ebenso gut wie wir, dass Mogul Mog aufgehalten werden muss. Ich habe Kuplo Kopp schon auf seine Aufgabe vorbereitet. Er ist in Alt-Grandania, triff ihn dort am Süßholzsteg und versuch dich mit ihm bis zum Mogri-König durchzuschlagen. Aber ich muss sagen, persönlich hat mir es besser getan, einen Zwischenstopp zu haben, als komplett durchzufliegen. Das Durchfliegen hat mich fertig gemacht. Ich war ja auch total, als wir wieder zurückkamen beim letzten Mal, total krank. Ich glaube, ich war 3 Wochen oder so danach im Bett. Froschgulasch. Ich glaube, da gibt's mehr als nur Froschgulasch. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Nee. Hab mich falsch geprottet. Aber ich kann Grell schon mal einladen. Da ist sie. Sonst noch jemand, der mit möchte? Ich könnte meinen Schokobo wegschicken. Ich reite hier verzeichnet. Mit Streiter. Dann wandere ich mal zur Stelle hin und dann kann es auch bald losgehen. Oh, hallo Winter Soldier. Naja, wenn man weiß, wie der Mogkönig geht, ist er eigentlich gar nicht so chaotisch. Aber ja, er ist chaotisch. Aber eine geordnete Chaotie irgendwie. Schlimme ist halt bei der schwierigen Version, darfst du halt echt nichts falsch machen. Oh ja, ich würde auch für Teleporter spenden. Ja, ich habe die Nachricht bekommen. Bin jederzeit bereit, dich aufzunehmen. Ich weiß nur den Namen nicht mehr. Ach ja, doch. Klar, bin ich blöd. Bist du denn gerade online, Winter? Ah, Moment. Ich muss ja hier rüberreisen. Steht ja hier vorne der Gute. Honigblumensteak ist es, ne? Oh, das wäre auch eine sehr gute Idee. Eingeschläfert während wir fliegen. Also, wenn du auf Zorliak bist, kann ich dich nicht einladen. Du bist ein Waldverräter, Kuplo. Du solltest dich etwas schämen. Bitte nicht, Kupo. Ihr müsst aufhören, der große König wird ganz viele Kristalle nehmen und den Wald verdorren lassen. Versteht ihr nicht, Kupo? Aha. Bei jedem Wehwehchen gleich zu den Stadtleuchten laufen und heulen, Kupo. Das haben wir gern. Ihr Störenfriede, die Galea wollen den Wald kaputt machen und ihr Stadtleute und die dummen Sylphen könnt sie nicht aufhalten. Genau, nur die Mogrigarde kann das, Kupo. Macht euch bereit für den größten, weisesten,
Allergütigsten König Mogulmok. Er wird euch lehren, eure übergroßen Nasen in fremde Angelegenheiten zu stecken. Die haben größere Nasen als ich. Schnell, lasst uns zu Mogulmok laufen. Bitte bringt mich zur Brombeerlichtung. Wenn wir unterwegs verlieren, dann treffen wir uns wieder hier. Kupo. Los, wir müssen uns beeilen. Beschütz mich so gut, bis wir an der Brombeerlichtung sind. Und merk dir gut, wenn wir dort sind, musst du deine Hände auf den Haarknoten legen. Kupo. So, ich muss den Guten jetzt begleiten und beschützen. Kommt der einfach automatisch eigentlich mit mir, oder? Genau. Lass den Mogri in Frieden. Ich hab gesagt, lass den Mogri in Frieden. So, Mogri mal kurz heilen. Ist halt schon ein gutes Stück bis nach da hinten, ne? Bist du noch da, Mogri? Ja. Vielleicht soll ich mir ein Fokusziel auf den Mogri setzen. Ach, hab mir den nächsten Nissenschwarm natürlich auch noch auf mich gezogen. Nicht sterben, Kupo! Ich beschütze dich! Ich könnte sie einschläfern. Man wird dann im Flugzeug, wenn man schläft, so gestapelt wie in den Kapselhotels. Wieder weg. Können wir da weiterlaufen? Genau. Ach, den wilden Geiler müsste ich gar nicht, ne? Der ist ja nur 20. Es gibt ja irgendwie scheinbar jetzt auch, oder also, weiß nicht, ob das schon länger existiert, aber so ein Hotel, wo du irgendwie neben Anime-Charakteren schlafen kannst. Also, die sind halt auf die Wand appliziert. Direkt neben dir im Bett. Thank you.
von da hinten kommt ja auch noch eine. Erstmal den armen Kupo heilen. Also solche Quests sind, finde ich, als Heiler immer noch am besten. So, jetzt setze ich mir aber mal als Fokusziel und sehe zumindest, dass er da ist. Und nicht gerade irgendwo weggeschnitzelt wird. Sila kann man da halt immer schön hingehen und einfach heilen. Oh ne, nicht wirklich. Todesweide. Ist das eigentlich die einzige Todesweide oder kommt da noch irgendwas anderes? Oh ja, kleine Keimlinge. Ich werde dich gleich suchen. Lass mich nur die Quest zu Ende machen. Oh nein, die Todesweide ist wieder aufgewacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das war rechtzeitig genug. Jetzt gehe ich hinter die Todesweide. Hier ist mein kleinen lieben Mokri anknabbert. Ich rette dich. Ich rette dich, Kuplokop. Vertrau mir. So, jetzt machen wir mal kurz einen Job, den wir erledigen müssen. Winter. 10 Charaktere. Okay, nein, nur einer. Nicht in die Gruppe einladen. In die Gesellschaft einladen. Und Freundschaft anbieten, natürlich. Job erledigt. Sondern Pfoten auf den Haarknoten legen. Hier sind wir, Kupo. Nun brauchst du mich nicht mehr zum Beschützen. Ich werde gleich den Haken aufmachen. Wir machen ein Loch in den Haken und dann können wir zu König Mugelmok gehen, Kupo. Kannst du mir helfen? Du musst deine Hände auf den Haken legen, Kupo. Dann schicke ich Mokri-Magie durch dich dort hinein. Ich würde sagen, den Mokri-König machen wir noch und dann ist für heute erstmal Feierabend. Juhu, Kupo, jetzt können wir weiter. Dann verprügelst du die Mokri gerade, ja? Königliche Konfrontation schwer ist nun zugänglich. Gibt es die eigentlich auch in leicht? Ich kenne nur die schwere. Wo
Wo ist er denn? Da. Grell, es geht los. Ich hoffe, du bist soweit. Müssen wir nur noch warten, bis es aufploppt. Was ist denn die geschätzte Zeit? Unter 5 Minuten, das ist doch was Gutes. Bin ich auch gut ausgerüstet? Ah. Fehlt noch der eine Ring zum Anziehen? Ja, armreif war das, ne? So, dann muss es nur noch losgehen. Machen wir, würde ich mal sagen, einen Reparaturgang zum Gildenhaus. Ja, Fliegen ist furchtbar langweilig, da stimme ich zu. Ich und das Headset haben gerade wieder Differenzen. Ich glaube, meine Augen werden gerade so ein bisschen müde. Gehalt kriege ich den König noch. Ich mache einfach die Augen zu während dem Heilen. Das Schlimmste finde ich eigentlich am Fliegen, wenn der Flug so ein bisschen umgeplant wird. Also, wenn es plötzlich ein komplett anderes Gate ist, wo du hin musst. Vor allem, wenn es gerade im Ausland, genau, oder du zu spät ankommst am Flughafen wegen der Bahn. Und die japanische Airline, echt lieb, hat gewartet, bis wir da waren. Weil Kumpel, der mit uns unterwegs war, vorher noch gesagt hat, ey, die kommen noch, wartet bitte. Und der dann in dieser Kura-Lounge durfte, weil er scheinbar so ein Nervenbündel war, weil wir nicht da waren. Ich glaube, einmal sind wir in Russland und einmal in Peking, oder? Wo ist denn Peking? Niederlande. Amsterdam. Du warst in Peking, wir waren in Russland. Umgestiegen. Stimmt. Peking? Jetzt würde Kermit gerne noch die Zeit zwischendurch wissen. Das ist aber immer unterschiedlich. Also zwischen 2 bis 4 Stunden. Ja, so zwischen 2 und 4 Stunden jeweils immer. Ich wollte gerade sagen, oh, wir haben jemand Neuen dabei. Dann ist mir eingefallen, dass ich das bin. Ich rate, dass es relativ schnell gehen wird, wenn ich mir so die Leute angucke. Genau, ich präsentiere dich dann, bevor ich offline gehe, Winter. Irgendwie ist das gerade langweilig. Ich komm gar nicht zum Heilen. Fast.
Also beim ersten Mal habe ich auch geschlafen wie ein Baby. Beim Rückflug beim letzten habe ich auch ziemlich viel geschlafen. Aber irgendwie scheint mir das nicht gut getan zu haben, weil wie gesagt, da war ich danach 3 oder 4 Wochen sogar krank im Bett. Als wir dann wieder daheim waren. Und es hat wirklich angefangen, im Endeffekt so halbe Stündchen, nachdem ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, ist mir so schlecht geworden und alles. Und dann hab angefangen zu husten. Also ich glaube, das ist meine größte Angst, dass ich bei einem Flug mal wieder einfach so extrem umkippe, also nach dem Flug so extrem gesundheitlich umkippe. Flug an sich macht mir nicht viel aus, aber halt wirklich gesundheitliche Schäden. Hallo Mogulmok. Ich finde die Musik lustig. Ich finde, die müssen wir bei Dungeon King spielen. Also im Dingens. Minecraft. Wow, das war etwas Schaden. Ich möchte nicht, dass mir der andere Heiler stirbt und ich möchte genauso wenig sterben nach Möglichkeit. Ja, die Musik hat definitiv was von, das ist Halloween. Das hat Chris beim allerersten Mal schon gesagt. Ja. Ich sollte aus den Bommelmeteoren rausgehen. Und möglichst aus dem Gift. Oh Scheiße, ich war ein Tohuwabohu. Ich hoffe, der andere rest mich. Hat ja zumindest noch volles Mana. Sieht man aber schon, dass es dass halt einfach ein Heiler Schwierigkeiten hat alleine unter Umständen. Oh, da gerade die Benediktion für mich eingesetzt. Und er ist tot. Oh, ich glaube, Grell freut sich gerade. Jetzt muss nur noch warten, bis ich aus der Sequenz rauskomme, dass ich dafür würfeln kann. Oh, mit einer anderen natürlich noch drin. Das ist ärgerlich. Drücke Grell die Daumen. Gratuliere, Grell! Sie wollte unbedingt den Bogen haben.
Wie, aber ich habe doch gerade gesehen, dass du den Bogen erhalten hast. Eben. Freu dich. Sei glücklich, Grell. Manchmal muss man auch mit einer kleinen Zahl Glück haben. Du hast die Murke gerade ordentlich vermöbelt und den König auch. Ein Glück, Kupo. Es tut mir ja leid für meine Freunde, Kupo, aber es ging nicht anders, stimmt's? Ich muss mit dem Häuptling sprechen, Kupo. Er muss die Mogrigarde ordentlich ausschimpfen, damit sie so etwas nie wieder machen. Nie wieder. Sag Pucknipack, dass der König besiegt ist. Er ist doch bei Rayao im Camp Seelenruhe. Und schöne Grüße von mir, Kupo. Komme auch bald. So, dann gehe ich mal noch zum Winter. Damit der Winter mal gesehen wird. Damit alle wissen, wie der Winter aussieht, bevor er kommt. Ist ja nicht mehr so lang hin. Entschuldigung. Weißt du, lernst vom Besten. Ich nehme das als Kompliment. Und wie gesagt, dann würde ich Schluss für heute machen. Hab ja sowieso länger gemacht, als ich eigentlich wollte. So, Winter, sag dem Chat Hallo. wo sind denn die da? Da, er sagt euch Hallo. Schwupp. Das ist Rezenter mich von mir weg, wenn ich mich vor ihm verbeuge. Ach ja, ich mag die Emotes. Ich habe auch gesehen, dass 2, 3 neue dazugekommen sind scheinbar. Zumindest mit meinem anderen Charakter. Hier sehe ich die jetzt nämlich gerade gar nicht irgendwie. Oh nein! Das ist so schlimm mit diesem Muskelspielen, finde ich. So. Dann an den Winter eine Kusshand. Und natürlich auch an euch alle. Ja. Wenn ich den richtig eintippe. So. Für euch. Winter macht ganz, ganz viel Zeug im Hintergrund. So, ich hab's ja angekündigt. So, jetzt kann er noch ganz viele lustige Sachen im Hintergrund machen. Jetzt sieht man ihn besonders gut. Irgendwie wackeln seine Ohren gerade so niedlich. So, was haben wir denn heute? Quasi ja, Kermit. Sie hat nur ein Hemdchen an, auf jeden Fall. Es nennt sich Handhemdchen. Und nochmal nur, damit ich es gesagt habe, von der lieben Grell, also von Tea Time Wonder, gibt es dieses super flauschige Kissen, das ich eigentlich am liebsten behalten möchte, zum Gewinnen. Ab 10 Euro bei uns hier über den Spenden-Button gespendet oder Patreon. Bei Patreon gibt es noch tolle Zusatzfähigkeiten dann. Ich nenne es einfach mal lieber voll Zusatzfähigkeiten. Also, das Kissen ist toll, das lohnt sich auf jeden Fall. Und Grell, jetzt da, wo du da bist, wie viel wert ist das nochmal normalerweise? Ganz tolle Handarbeit übrigens. Oh, so flauschig. Ich warte gerade noch auf den Normalbetrag.
Also je nach Ausführung normalerweise so 30 Euro. Da lohnen sich die 10 Euro auf jeden Fall. Bis jetzt sind 5, 6? Wie viele Leute sind im Pott aktuell? 5 Leute sind aktuell im Pott für das Kissen. Und dann wünsche ich euch alle eine erholsame Nacht. Vielleicht schlafe ich auf dem Kissen jetzt einfach mal eine Runde. Tschüss. Ach ja, morgen Sword Art Online und Witcher. Och nee. Und Chris hat gesagt, er grindet vielleicht davor noch ein bisschen in Final Fantasy 9. Ich wünsche euch dann allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft gut.